So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 4. Ja, in der letzten Folge haben wir so eine komischen, ja, ich sag jetzt mal Sadomaso-Freaks gefunden, die unsichtbar sind, die blitzen, die extrem schnell sind und die uns böse wehtun können. Jo. Was sonst noch passiert? Ich glaube, wir sind gestorben. Damit würde ich sagen, machen wir einfach weiter. So, wir haben auf jeden Fall drei Medikits. Ich höre da schon wieder was. Also, das ist... Ah, nee, genau. Wir sind von hier oben aus runtergefallen. Warum auch immer das jetzt... Hier sind wir runtergefallen. Okay. Fick dich, du Penner. Verzieh dich, du Arschloch. Komm her, du beschissener Penner. Ah, okay, wir haben also sogar einen umgenietet davon. Es war aber, wenn ich das gerade richtig gesehen hatte, gab es hier sogar zwei. Ich glaube, ich sehe da drüben ein Medikit. Fick dich, du Drecksack. Mann, ich sehe den Typen nicht. Scheiße. Der lässt uns nicht weiter vor. Okay, also wenn wir die Typen mit der Pumpgun erwischen, dann sind sie relativ schnell down. Ich hoffe, das war es jetzt erstmal. Problem ist einfach nur, die Drecksäcke auch zu erwischen. So, erstmal wieder HP voll. Weil die uns nämlich ganz böse, böse Schaden machen. Und die laufen nicht nur auf der Erde rum, sondern die hängen auch an der Decke. Also die sind wirklich mies. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die gruselig sind. Das würde ich jetzt gar nicht behaupten. Sondern die sind einfach nur mies und beschissen, die Drecksäcke. Nase abgibt. Ja genau, hier steht ein Laptop rum. Okay, Upload läuft. Offenbar wurde Icarus zugunsten von etwas mit der Bezeichnung Perseus beendet, das anscheinend vom Verteidigungsministerium finanziert wird. Vermutlich stammen Vettel und seine Soldaten von da. Und wen interessiert das? Kein, zumindest nicht mich. Mich ist doch schon nach 6. Können wir nicht Feierabend machen und nach Hause gehen? Das sieht ziemlich tot aus. Noch ein Medikit. Also auf jeden Fall war die Granate von gar nicht so dumm, weil wir damit diesen Affenkopf aus dem Raum rausgelockt hatten. Sonst tauchen die Affen halt immer einfach irgendwann auf.
wenn man es nicht erwartet. Gut. Ich befürchte zwar, dass da oben noch einer rauskommt, aber... We wouldn't see, I wouldn't say. Ja, was soll ich sonst gerade Schönes erzählen? Außer, dass ich hier in jeder beschissenen Ecke so einen Drecksack erwarte. Mein Name ist Norton Mapes. Ich bin Programmierer. Shit, ein Zivilist. Gib ihm ein Funkgerät. Ach nee, Fetti. Hallo? Wer seid ihr, Leute? Die guten Jungs. Alles in Ordnung? Oh klar, ich hab jede Menge Spaß. Sie sagten, Sie sind Programmierer. Können Sie mir helfen, ins Netzwerk zu kommen? Muss ich mich etwa herumkommandieren lassen? Wenn Sie das lokale Sicherheitssystem deaktivieren, könnte ich mir den Server ja mal anschauen. Ich kann ihn ferngesteuert deaktivieren, sobald ich eingeloggt bin. Nein, das geht nicht. Er ist in einem separaten Netzwerk. Er ist da hinten. Warum sollen wir das Sicherheitssystem überhaupt ausschalten? Das ist unwichtig. Es ist der Preis für meine Hilfe. Ich warte einfach hier. Ja, wie wir sehen, damit hat sich der nette Herr hier die ganze Zeit beschäftigt und er futtert ja immer noch. Dann mal los. Halt die Maul, du Affenkopf, du Beschissener. Weil an diesen miesen Drecksack kann ich mich nämlich erinnern. Und wenn es nach mir gehen würde, würde ich den Typen am liebsten sofort umnieten. Genau, laufen wir doch einfach mal in den dunklen Gang. Na gut, hier ist nix. Nix ist immer gut. Nix heißt zumindest, da sind gerade keine Gegner. So, jetzt hat man gesehen, dass das hier hinten weitergeht. Ich würde aber sagen, wir gucken trotzdem nochmal hier schnell rum. Da sind wir eben lang gekommen. Noch ein dunkler Gang. Okay. Also waren wir da hinten schon ganz richtig. Problem ist, meine Pumpgun-Munition ist bald alle. Und dann müssen wir auf die nächste Waffe wechseln. Ah, hier war Fetti auch schon. Die miese Drecksau. Ja, ihr werdet das später noch sehen, warum ich den Typ nicht leiden mag. Nicht, dass ich was gegen Dicke hätte, aber den Typen kann ich nicht ab. Alter, vor allem, wie das hier aussieht. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Ian Hives. Norton, Ian Hives hier. Hören Sie, Alice Wade war heute Morgen bei mir. Es ist mir etwas peinlich, das zu sagen, aber... Sie müssen sich bei ihr etwas mehr zurückhalten. Mir persönlich ist das ja scheißegal, aber wir brauchen jetzt wirklich keine Anklage wegen sexueller Belästigung, die unnötige Aufmerksamkeit auf die Arbeitsgruppe lenkt. Schließlich soll das alles geheim bleiben, klar. Danke. Ende der Nachrichten. Sexuelle Nötigung. Ja. Das ist mit Sicherheit der Arbeitsplatz von dem Drecksack. Ich hab dahinter was gesehen. Ich würde aber sagen, dann gehen wir mal auf. Aufklärung!
Die sind mir allerdings lieber als die anderen Drecksäcke. Ja, da war die nette Granate. Als die Lederheinis. Wow. Die Sau. Okay, das hat jetzt ganz gut funktioniert bis jetzt. Trauer den Insekten zu, dass die da rauskommen, ne? Die Granate ist immer eine blöde Idee, Kollege. Da ist sauber. Na komm schon. Meine Fresse. Oh, heilen. Mann, ich komme da nicht dran an den Typen. Wo bist du, Drecksau? Handgranaten. Mann, 3 Medikits hat uns das jetzt schon mehr gekostet. Ah, da ist sie so.
Den scheint es erwischt zu haben. Schauen wir doch mal, ob es das jetzt war oder ob noch mehr Gegner da sind. Ich wäre ja dafür, dass die endlich down sind. Alle. MP. Schon wieder so eine schöne Befehlsverweigerung. Okay, bevor wir da lang gehen, gehen wir nochmal schnell hier vorne schauen, was hier war. Sieht aus wie ein Bankautomat oder so. So, Jungs und Mädels, wo seid ihr? Schon wieder, zweite Mal Befehlsverweigerung. Beim dritten Mal ist ein Tod. Gucken wir ganz schnell da nach oben. Okay, hier oben geht es nirgendwo hin. Also ganz ehrlich, das Vorhersetzt, ich glaube, ich würde den irgendwann erschießen. Okay, den haben wir gerade beim Funk gestört. Hups. Brauchst du nicht. War es das oder ist da noch einer? Oh ja. Booyah. Okay, das sieht hier relativ clean aus. Da wieder nur so eine scheiß MP. Kein Anschiss unter dieser Nummer. Na gut. Jo, jetzt schauen wir doch mal hier lang weiter. Na, das gefällt mir doch. Minen, Granaten. Hier. Ach. Pumpgun Muni. Und Muni fürs Sturmgewehr. Ich befürchte nur, dass ich weiß, was passiert, wenn wir aufs Knöpfchen drücken. Von daher machen wir jetzt schon hier ein Folgenpäuschen. Heute mal etwas eher. Und drücken in der nächsten Folge aufs Knöpfchen. Ja, mal schauen, ob ich mit meiner Befürchtung richtig liege. Weil immerhin, wir haben 2 Medikits gekriegt. Wir haben Rüstung bekommen. Wir haben Munition bekommen. Granaten, Minen, wir haben alles bekommen. Nicht schön. Gut, damit machen wir jetzt ein Folgenpäuschen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen super schönen Tag. Ciao, euer Fo.